Wir sind hier bei den Kommandoschützen in Ittingen und wir werden hier in ihrem hauseigenen Schießkeller, die 20.000 Feet, auf eine ganz besondere Art testen. Wir werden sie in dem hier sichtbaren Abstand mit einer Schrotflinte, einer Pump Action Marke Winchester Kaliber 12, werden wir sie direkt und frontal beschießen, mehrfach, und dabei dann feststellen, ob die Uhr diesen extremen Belastungen bei einem Direktbeschuss auch wirklich standhalten kann. Die Uhr hat, wie zu erwarten war, einige Schäden genommen. Nicht struktureller Art jedoch. Sie läuft effektiv immer noch. Wir sehen hier Schäden an der Drehlünette. Was wir hier auch ganz klar sehen ist, durch den Aufprall wurde der obere Drückel aufgedreht und die Zentrumssekunde, die Stoppsekunde läuft. Die Uhr ist also bis auf die entsprechenden Kratzer, die wir hier sehen, absolut intakt. Herr Wirz, könnten Sie mir das kurz bestätigen? Sie läuft. Erstaunlicherweise. Sehr gut. Wir haben hier die Überbleibsel einer weiteren Markenuhr. Wasserdicht auch bis 1000 Meter. Nach mehrfachem Beschuss, man sieht hier die komplette Zerstörung. Krone wurde abgeschossen. Bandansatz hier zerstört, Direktbeschuss auf Zifferblatt. Die einzelnen Kugeln hier drangen bis ins Werkinnere vor. Hier noch die Teile der Drehlünette, auch diese komplett zerstört. Wir haben hier denselben Test wiederholt, diesmal mit unserer SW1. Taucheruhr bis 1000 Meter wasserdicht, 4 mm planes Saphirglas. Wie man sieht, sie hat den Test nicht überstanden. 3 Schüsse in Serie, beim zweiten Schuss das Glas zerbierst und beim dritten Schuss, sieht man hier sehr deutlich, dringen die Schrotkugeln bis ins Innere der Uhr vor.